Willkommen zurück. In dieser Folge betreten wir ein neues Gebiet. Ja, wir verlassen erstmal unsere Basis nach links. Gehen dann hier rechts weiter, halten uns oben. Schnappen wir uns hier erstmal die Truhe. So, hier laufen wir weiter nach rechts. Ja, gehen nicht nach unten, sondern halten uns rechts und sprechen erstmal mit dem NPC. Sorry. Thank you.
Oh, Taeyu. Oh. So, bekommen wir einen weiteren Gegenstand, Artefakt für Shuan. Da werden wir auch später in der Folge noch abgeben. So, gehen jetzt erstmal nach links, nach oben. Eine weitere Truhe. Dann geht's rechts weiter zum nächsten Knoten, den wir aktivieren. Ja, am besten einmal rasten. Dann geht's weiter nach rechts für ein paar Schlangen, Hunde und Hornissen. In dieses Gebäude müssen wir noch nicht gehen. Ja, hier machen wir dann später weiter. Dafür werden wir erstmal noch eine Fähigkeit erlernen müssen. Werden wir auch in dieser Folge noch erledigen. Einen aufgeladenen Schlag, ja, mit dem wir solche Hindernisse zerstören können und unter anderem auch Schilde von Gegnern.
Hier haben wir jetzt so ein paar Elite-Ninja, sag ich mal. Die sind auch recht stark. Wir benutzen dann hier unseren Begleiter, um wieder nach oben zu kommen. So, als nächstes benutzen wir hier das Boot, um auf die andere Seite zu kommen. Und werden uns auf der Fahrt verteidigen müssen. Dann werden wir hier unsere Aufladung für die Pfeife wieder auffüllen und auch für den Bogen. Kim? Thank you.
Xiao Wu, ni hui. Okay, weiter geht's. Nach rechts. Hier werden wir das Gebäude jetzt betreten. Für ein kleines Rätsel. Ja, wir wollen hier an die Truhe kommen, schicken hier unseren Begleiter rein. Ja, hier ist die Reihenfolge wichtig. Wir benutzen zuerst die Konsole hier in der Mitte, dann die rechte, dann die ganz links und dann wieder die in der Mitte. Ja, dann benutzen wir diesen Pfad, müssen ja natürlich aufpassen auf den Laser, müssen relativ schnell sein. So, hier bekommen wir einen weiteren Jadestein, ja. Wer öfters mal seine Seelen verliert und es dann auch nicht schafft, den Gegner in der freien Welt zu besiegen, ja, der kann diesen hier nutzen. Nimmt auch nur einen Slot, einen Sockel ein. Dann bekommt ihr nämlich eure Seelen zurück, sobald ihr dem Gegner mit dem Talisman eine Explosion beibringt. Also ihr müsst ihn nicht unbedingt töten, nicht besiegen, sondern es reicht eine Talisman-Explosion und ihr bekommt eure Seelen wieder. So, wir verlassen wieder das Gebäude, gehen rechts weiter lang. Wir zwingen dort erstmal zwei weitere Hunde. Ja, bekommen hier eine weitere Truhe. Haben dann rechts einen weiteren Elite-Gegner gegen uns.
Wolken gehen dann nach rechts weiter ins neue Gebiet. So? So, Sakoloi! Quabble? So, dann haben wir auch den nächsten Herrscher kennengelernt. Ja, benutzen jetzt hier unseren Begleiter. Fliegen nach oben. Lassen das Seil einmal runter. Ja, für eine weitere Truhe. Thank you.
Dann sind wir auch schon beim nächsten Knoten, aktivieren den und betreten dann auch wieder die Geisterwelt. Ja, jetzt lernen wir hier den aufgeladenen Angriff, mit dem wir noch mehr Schaden verursachen können. Damit können wir Schilde durchbrechen und auch größere Hindernisse überwinden. Ja, während wir das aufladen, können wir natürlich weiterhin parieren etc. und auch ausweichen. Ja, solange der grüne Schimmer da ist, haben wir einen aufgeladenen Angriff. So, dann schnell reisen wir noch zurück zur Basis. Ja, geben wir jetzt noch das Artefakt ab bei Xuan Xuan.
Okay, dann sprechen wir nochmal mit unserem Assistenten. Quilly. Bancha. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zum Knoten. Ich werde jetzt nochmal meine Fertigkeitspunkte verteilen, zumindest einen davon. Ja, ich werde jetzt auch wieder mit den Jinnen ein bisschen sparsam umgehen. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge wieder einen Händler treffen, wo ich mir dann ein Upgrade kaufen möchte. Gucken wir erstmal bei den Jadesteinen. Da haben wir jetzt auch schon 4. Genau, hatte ich ja schon erklärt. Gehen wir auf die Fertigkeitspunkte. Hier nehme ich jetzt als nächstes den Keyboost für einen weiteren Kombo-Punkt, den wir dann haben können. Also einen weiteren Slot dafür. Und dann gehen wir als nächstes hier in Life Recovery rein, dass wir eben ja, uns immer wieder ein bisschen hochheilen können. Auch sehr nützlich. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge und machen in der nächsten Folge genau hier weiter.